Travel Food and Comedy wieder unterwegs in Heilbronn, um zu schauen, wie es mit der Corona-Panik aussieht. Veranstaltungen abgesagt, die Experimenta geschlossen und ab Dienstag auch noch Schulen und Kitas zu. Wie geht es weiter in Heilbronn und Deutschland? Unser erster Blick geht in die Stadtgalerie und es sind immer noch einige Leute unterwegs. Aber auf dem zweiten Blick sieht man schon, es ist weniger los in Restaurants und Cafés. Werfen wir auch einen Blick in die Shops und schauen zu der M rüber. Die Regale haben tatsächlich schon einige Lücken zu verzeichnen. Ganz dramatisch wieder das Toilettenpapier, die Hamster haben alles weggefegt. Nur noch ein Stuhl steht da, aber die Produkte für den Stuhlgang sind weg. Aber DM scheint dran zu sein. Ja, es waren schon mehr Passanten in der Heilbronner Innenstadt unterwegs. Nun rüber zu Müller. Generell volle Regale, aber auch hier wieder einige Lücken. Pampers sind noch da und welch Wunder, es gibt sogar noch kostbares Toilettenpapier. Das runde Gold des Deutschen. Und wer Fußball jetzt schon vermisst, immerhin gibt's die Osterhasen zu kaufen, zumindest wenn der Verein passt. Heilbronn, weniger los, aber noch keine Panik zu spüren. Aber werden die Straßen hier auch bald so leer sein wie Mailand oder Wuhan? Noch spielt die Musik in deutschen Innenstädten. Aber eine Ausgangssperre wie in Italien liegt plötzlich in der Luft. Der Frühling erwacht langsam und die dunklen Tage vergehen. Zumindest meteorologisch, aber um solche unbeschwerten Bilder wieder zu sehen, müssen wir vielleicht noch etwas länger warten. Bis dahin gilt, gesund bleiben und keine Panik.